Letzte Gelegenheit am Dienstagnachmittag, um direkt auf dem Kreisel der Nordspange zu Fuß zu gehen. Denn einige Tage früher als erwartet, kann die Stadt Vechta die beiden Knotenpunkte Oldenburger Straße Nordspange sowie Fisbecker Damm Nordspange wieder für den Verkehr freigeben. Eigentlich sollten hier erst wieder ab kommenden Montag Pkw fahren können. Ein paar letzte Feinarbeiten fehlen noch und auch für ein Foto für die Presse muss kurz Zeit sein. Grund für diese Sanierung waren Schäden am Asphaltbelag und an den Rinnen. Nun folgt noch der Knotenpunkt der Straßen Eute, Holzhausen und Tellbrake. Weitere Infos zum Thema gibt es in der Oldenburgischen Volkszeitung am Mittwoch.